Hallo Leute, ja, willkommen wieder zurück zu Terraria. Balala. Das letzte Part war doch ein bisschen länger als gedacht, aber ja, was können wir machen? Und jetzt sind wir hier lauter Gegner. Oh, goldener Schlüssel. Klatsch. Schrott. Schrott. Muramasa, Tempo. Na, Tempo, wir haben da Super Muramasa. Das ausräumen schon mal. Bevor der Magier verschwindet. Knochen wegschmeißen, wegschmeißen. Dungeon Slime. Gebogen. Au! Federschutztrank. Okay. Eigentlich können wir die Bahn hier lassen. Kobaltschild. Das ist besser als meins. Zack. Nahkampftempo noch schneller. Uhu. Sonst. Bomben. Bomben kann ich hier lassen. Knochen kann ich hier lassen. Den einen kann ich decken. Leuchtstäbe. Kann ich hier rein? Das kann ich mal mitnehmen. Hopp. Holzpfeile. Lammpfeile. Wo ist mein Holz? Hatte ich kein Holz dabei? Weg damit. Jetzt werde ich ein bisschen Knochen noch einsammeln wieder. Aber auch Schlüssel! Jetzt brauche ich nur Truhen. Deswegen, unser Muramasa ist richtig gut. Schaden plus 11 und Tempo. Schaden noch 20, okay. Also plus etwa. Normal, da haben wir normales, macht 18. Und dann macht, ja, Schaden plus 2 etwa. Ja, wir haben den Schattenschlüssel. Wuhu! Eigentlich könnten wir jetzt rausgehen. Wir gehen jetzt kurz. Ne, oben haben wir noch gute Sachen. Dann erstmal unseren Magic Mirror. Was haben wir hier? Nehmen wir Aquazepter mit, die Pistole natürlich nicht. Dann den Walzerbolzen. Knochen haben wir hier genügend. So, hopp. Fetzen Stoff brauchen wir nicht. Verdammt.
So. Hoppa! So, jetzt haben wir nicht den Größteil, was wir brauchen. Und jetzt erstmal verkaufen. Hopp. Hopp. Geschäft. Die Pistole, die behalten wir, die tödliche, und verkaufen unsere normale. Ein Gold. Dafür holen wir schon mal das Sparschwein, die Piggy Bank. Die Knochen verkaufen wir. Davon gibt es endlich das Muramasa. Boah, Muramasa voll wenig Geld wert. Kobalt Shield. Warte, wir haben hier ein neues Bild. Was machen wir das da? Wasserzepter. Können wir das verkaufen? Magic Missile. Können wir behalten. Behalten wir. Dann Flammpfeile. Weg damit. Und sonst brauchen wir alles. Das Sparschwein stelle ich mal hier hin. Die Flasche stelle ich hier hin. So. Da kommt jetzt immer unser Gold, unser Silber und unser Kupfer rein. Zack, zack, zack. Schnell stapeln. Wow. Wir haben gut Geld. Okay. Tränke schnell stapeln. Heiltränke haben wir doch genügend schon. Könnte ich die benutzen? Raus damit. Raus. 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 Sand. Kommt da nicht rein. Kaktus bleibt auch nicht drin. Delvins auch nicht. So. Die Kiste bleibt. Dann haben wir hier. Toastkraut kommt mit. Gel kommt. Nee, Gel können wir hier lassen. Eigentlich sollte ich mal anfangen zu sortieren. Aber ich schmeiß jetzt erstmal Zutaten. Todeskraut. Hier kommt Sterne, haben wir schon wo. Zack, zack, zack. Heiltränke komme ich hier hin, Pistole kommt hier rein. Die Maskete behalten wir, Heiltränke nehmen wir mit, Zitronen. Das ist nur unser Grundhaus, das baue ich nachher natürlich um. Dann die Statuen. Dann als nächstes die Fackeln. Dann laufe ich mal und stopfe die Sterne rein. Und ich komme gleich wieder, also bis gleich, Leute. Hallo Leute, schon bin ich wieder da. Ich musste kurz meinem Dad was helfen, sonst nichts. Zack. Wurfmesser könnte ich eigentlich verkaufen. Oh. Kämpfen wir mal gegen drei Augen. Bin zu faul jetzt zu sortieren. Hopp. Hopp. Moramas soll es ja kein großes Problem sein. Eigentlich sollten wir den Kampf, muss ich den Kampfraum näher jetzt machen langsam. Boah, ich habe nämlich immer keinen Bock, immer so weit zu laufen. Hui. Hui. Au, meine Stimme juckt.
Oh, zack. Ich hab's auch zu den Grad minimiert. Mehr Auge. In der Form macht es mir überhaupt keinen Schaden. Dritte Auge. Wir sind echt zu überpowered. Wir werden halt Erzheimer schon. Immer schön aufs Auge draufschlagen. Oh, was für mir viel Schaden. Jetzt haben wir ein bisschen Geld gesammelt und Magic Mirror. Eigentlich hätte ich noch das Letzte herausfordern. Mach ich auch. Hihi. Aber dafür gehe ich einfach nur hier zur Seite. Das dauert jetzt und wir haben nicht mehr viel Zeit. Autsch. Mann, ich komme nicht dran. Da kommt einfach was random so ein normales Auge und gibt mir eine Linse. Super. Wie wir den jetzt eigentlich halt jetzt 400 abgezogen haben. Wäre ich hier geblieben.
wird sehr knapp. Boah. Das war sehr knapp. Aber wirklich sehr, sehr knapp. Hört ihr die Musik? Es war Tag. Wenn es Tag ist, verschwindet er normal. So, wie viel haben wir jetzt? 50 Gold, schon geil. So. Das nächste nehmen wir uns. Ein. Zwei Federschutztränke und zwei Meditationstränke. Und verkaufe erstmal den Schrott, den wir haben. Dämonite 7. Deswegen mag ich gerne Bosse mit Dämonite zu besiegen. Es gibt sehr gut Geld. Sehr gut. 8 Gold fast. Dann Wurfmesser können wir verkaufen. Die Shotguns. Die Adopter Saat. Und die Unholy Arrows. Die 4 Knochen. Ja, was können wir noch? Sonst nichts mehr. Linsen, der war hier drin. Geil, wir haben 6 Linsen, finde ich gerade gut. Hier ein paar Tränke rein. Notfalltränke sind immer nicht schlecht. Sand. Tue ich mal hier rein. Als nächstes. 1, 1, zuerst die hier, und dann hier, die hier. Und jetzt suchen wir. Oh, verdammt. Schnell, schnell, schnell. Alter, verschwindet von den goldenen Kisten. Verschwindet da! Alle mitnehmen. Oh. Tränke halten nämlich nicht lange. Besonders nicht dieser hier. So, das sollte etwa die Höhe sein, ja. Das ist etwa die Höhe für Himmelsinseln. Die suche ich nämlich als nächstes, um zwei Gegenstände zu finden. Ja, zwei. Irgendwie komisch. Ah, okay. Ich dachte schon, hä? So. Das sind Harpien. Momentan unsere einzigsten Himmelsgegner. Was hat der? Hat der starken Rückstoß? Ja. Verdammt, unser erster Trank ist fast leer. Und noch immer keine Himmelsinsel, verdammt. Nee. Oh. Die hat eine Feder getroppt. Ist keine Feder. Ich will, würde gerne viel. Ah, wir haben so oder so noch eine andere Zutat nicht. Ja, ich bin doch hoch genug. Sag nicht, ich finde jetzt hier keine Himmelsinseln. Sonst gehe ich zu meinem Hauptcharakter und hole mir ein paar Gravitation Potions. Habe ich da überhaupt noch welche? Wenn nicht, schau ich mir ein paar her. Die Zutaten habe ich dafür. Hey, ich wurde wieder angeschrieben. Und da ist die Himmelsinsel. Wuhu! Boah! Und was haben wir da?
Oh, Sternwut, genau das, was ich nicht wollte. Egal. Ich würde dann sagen, dann sieht man sich hier das nächste Mal. Ciao, Leute!